Schon bei der Projektankündigung von Lero wusste ich, wenn ich anfange, die Serie zu drehen, dann brauchen wir einen Server, auf dem wir alles aufnehmen können, mit Serverteam und Leuten, die sich mit Plugins auskennen, und genau das habe ich jetzt gefunden. Präsentiert von Smobs HD. Skadoodle, ein YouTube-Bekannter von mir, der auch Lero schaut, arbeitet bei einem Server im Building-Team. Und weil das Server-Team Roleplay-Modus machen will, ist er dann auf die Idee gekommen, ich will eine Roleplay-Map. Die wollen einen Roleplay-Modus, das passt ja ganz gut zusammen. Und deshalb hat er mich dann gefragt, ob ich mal Bock hätte, mit den Admins zu reden. Nach einer Zeit haben wir uns dann bei denen auf dem TS getroffen. Ich bin da erstmal so mit der Erwartung reingekommen, dass ich jetzt befragt werde, warum die sich jetzt eigentlich die Mühe machen sollten, mit mir zusammenzuarbeiten. Meine Erwartungshaltung wurde dann aber zerstört. Ich bin da reingekommen, die waren super freundlich, mega kooperativ. Von Anfang an war nicht die Frage, sollen wir überhaupt zusammenarbeiten, sondern wie arbeiten wir zusammen, wie passt es am besten. Ich durfte dann auch mit dem Kreativitätsbereichsleiter reden, der den Roleplay-Modus, den sie einführen wollen, seit 15 Jahren plant, also die Hintergrundgeschichte dazu, das Universum, in dem das spielen wird. Sowas in die Richtung gibt's schon, das ist der Server Wincraft. An sich ist es einfach ein Mittelalter-RPG in Minecraft, aber mit richtig vielen Plugins, mit Dungeons und allen möglichen extra Attacken, also ganz cool gemacht. Habe ich auch damals eine Zeit lang mit einem Freund sehr gern gespielt. Was mich aber so ein bisschen genervt hat daran, war zum einen, dass man nicht bauen konnte, dass die Welt so uninteraktiv war. Das ist ja eigentlich der Reiz bei Minecraft, dass man halt mit allen Blöcken interagieren kann und alles verändern kann. Dann dieses pure Minecraft-Setting, das es da gibt, dass die Feinde also alle normale Minecraft-Mobs sind und es keine klar erkennbare, gescheite Story dahinter gibt. Und als letztes noch der Map-Baustil, der sehr unauthentisch ist, weil halt alles richtig eng aneinander geklatscht wurde. Und das Team von Just Chunks, so heißt der Server, hat jetzt einfach vor, genau wie Wincraft es zu machen, dass sie auch so ein RPG in Minecraft umsetzen wollen, nur dass sie halt eben diese Probleme, die ich gerade angesprochen habe, alle lösen wollen. Also die haben da genau dieselben Probleme erkannt wie ich und haben darüber hinaus noch ganz viele extra Ideen. Die haben auch das technische Know-how, die haben mir da richtig geile Plugins gezeigt, Programmierzeug, was ich auf großen Servern noch nicht gesehen habe. Also das war sehr inspirierend, mit denen zu reden und sich denen ihre Arbeit anzuschauen. Ich habe denen halt mal grob, damit sie so verstehen, was ich im Kopf habe, meine Projektteaser gezeigt. Und die finden die Idee von Lero geil, wollen auch mit ihrem Server so ein bisschen kreative Arbeit unterstützen und haben mir jetzt letzten Endes angeboten, dass ich bei denen auf dem Server dann die Bauphase machen kann, also wo wir noch die Umgebungen zu den Dungeons bauen und danach dann auch die Serie bei ihnen auf dem Server drehen darf. Ein riesiges Problem, das also noch angestanden ist, weil ich hatte echt keine Ahnung, wie ich jetzt an den Server kommen soll. Ich hätte sonst einen mieten müssen und wenn man da viele Slots haben will, gerade bei Nitrado zum Beispiel, muss man da halt dann wirklich tief in die Tasche greifen und da steht man halt auch nicht im engen Kontakt mit den Leuten, die einem den Server zur Verfügung stellen. Also alles in allem eine Riesenhilfe, für die ich denen auch wirklich mega dankbar bin. Ich habe jetzt mal angefangen, die ein bisschen auf meinem YouTube-Kanal zu verlinken und ich schaue mal, was ich denen noch an Support zurückgeben kann. Wenn ich aber von solchen Projekten höre, dann bin ich oft auch so drauf, so mega geil, warum konnte sowas nicht schon früher geben, als Minecraft noch gehypt war? Es gibt in letzter Zeit ganz viele Videos, die drüber reden, warum jetzt Minecraft gestorben ist und so, warum der Hype zu Ende ist. Man merkt ja auf YouTube, die ganzen großen Minecraft-YouTuber machen jetzt irgendwas anderes und man hört auch eigentlich nichts mehr von Minecraft, also ich habe auch instant gedacht, Minecraft ist ausgestorben. Da wird dann mit so einem Zeug argumentiert, wie zum Beispiel, dass die Suchanfragen nach Minecraft völlig eingestürzt sind. Und auf den ersten Blick macht das alles Sinn, der Realität entspricht es aber schönerweise nicht. Minecraft hat nämlich noch Zukunft, sogar ziemlich viel. Das mit den Suchanfragen liegt wahrscheinlich daran, dass die Leute jetzt einfach wissen, was Minecraft ist. Wenn ein Spiel neu ist, dann will jeder wissen, was es eigentlich ist. Aber jeder kennt Minecraft heutzutage und deshalb sucht auch keiner mehr nach Minecraft. Obwohl die Community aktiver als je zuvor ist. Die Spielerzahl ist so hoch wie noch nie, also selbst nach 9 Jahren ist Minecraft immer noch krass am Start. Und wie ihr in dem GameStar-Artikel hier lesen könnt, war Minecraft 2017 sogar noch Fortnite und PUBG voraus. Meine Bedenken, dass die Arbeit, die jetzt in Minecraft noch investiert wird, also sinnlos ist, haben sich verabschiedet, ist klar nicht so, auch wenn es vielleicht den Eindruck erweckt. Was mich sehr freut, weil Minecraft halt mein Lieblingsspiel ist und auch wenn ich objektiv nachschaue, selbst in den Zeiten, wo ich Minecraft nicht gemocht habe, wo ich zum Beispiel GTA oder sowas gespielt habe, selbst da war ich noch der Meinung, dass Minecraft das beste Spiel ist, das es gibt. Kontroverse These, mache ich vielleicht mal irgendwann ein Video darüber, warum das aus meiner Sicht so ist. Viel Gerede über die Minecraft-Szene, jetzt kommen wir mal zurück zum Projekt. Bevor wir nächste Woche anfangen, die ersten Texturen zu machen, müssen wir noch eine Sache klären. Wenn ich nämlich eine Rüstung machen will, da brauche ich ein Template.
Template für. Und ich habe nach Templates gegoogelt, aber da habe ich einfach keine gefunden. Da gibt es so Bilder, wie die Verteilung ist, aber nicht in der gescheiten Auflösung, dass man da direkt rein texturieren kann. Deshalb habe ich hier nach und nach eine Minecraft-Rüstung nachgebaut und da so die Verteilung mal gemacht mit Kürzeln, damit ich dann am Ende so eine 2D-Textur habe und die dann als Grundlage für irgendwelche Rüstungen benutzen kann. Außerdem habe ich das Ordnersystem überarbeitet, sieht jetzt nicht allzu spektakulär aus, aber davor war es sehr unübersichtlich und jetzt kann ich einfach viel angenehmer damit arbeiten. Die erste Version vom Texture Pack Icon habe ich auch schon mal gemacht und außerdem ist die Folge 1 schon fast fertig produziert und die Folge 2 auch schon stark angefangen, also die Folgen, wo es dann wirklich um das Texturieren von den Figuren und Items von den Dungeons geht. Ich wollte nur nochmal dieses Video hier machen, dass ich den ganzen Inhalt getrennt habe und in den nächsten Folgen der Fokus dann wirklich komplett darauf liegt, wie ich halt die Texturen zu den einzelnen Dungeons mache. Und jetzt, wo die meisten Fragen und Probleme, die wir in Folge 1 bis 5 geklärt haben, bearbeitet wurden, können wir jetzt wirklich mal anfangen, uns um die Texturen zu kümmern. Und vielleicht arbeite ich dann mal schnell genug, um statt alle 2 Wochen jede Woche ein Video rauszuhauen. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Präsentiert von Smops HD.